Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Wie gesagt, mein Name ist Katharina Gangl. Ich leite die Abteilung für Verhaltensökonomie am Institut für höhere Studien Inside Austria. Und seit der Gründung unserer Abteilung beschäftigen wir uns damit, wie wir Menschen dabei unterstützen können, einen nachhaltigeren Lebensstil zu pflegen. Und vor diesem Hintergrund freue ich mich, Ihnen heute unseren Vortrag präsentieren zu können: Wie ändern wir Gewohnheiten und die besondere Rolle der vermögenden Haushalte beim Klimaschutz. Was habe ich die nächsten circa 50 Minuten mit Ihnen vor? Zuerst möchte ich die Verhaltensökonomie als Ansatz vorstellen und definieren, dann klären, warum es diesen Ansatz braucht, für wen dieser Ansatz auch gedacht ist und dann ein paar Anwendungsbeispiele zeigen. Schließlich wird sich das letzte Drittel meines Vortrages um den Zusammenhang zwischen Umweltverhalten und Vermögen drehen. Je vermögender Menschen werden, desto eher neigen sie auch zu umweltschädlichem Verhalten. Wie kann man diesen Zusammenhang aufbrechen? Dann gibt es eine Zusammenfassung und Conclusio, und ich hoffe, dass am Ende meines Vortrages einige von Ihnen mir zustimmen, wenn ich sage, dass wir neben den klassischen Ansätzen, um Verhalten, um Gewohnheiten zu ändern, nämlich Gesetze und finanzielle Anreize, auch die Möglichkeiten der Verhaltensökonomie brauchen, um wirklich wirkungsvoll etwas bewegen zu können. Gut, dann legen wir los. In der Standardökonomie geht man auf Basis von theoretischen Modellen davon aus, dass der Mensch rational ist und immer versucht, seinen eigenen Nutzen zu maximieren. Dieses sehr mechanische, theoretische Menschenbild führt dazu, dass auch Maßnahmen leicht abgeleitet werden können. Wenn man also will, dass diese menschliche Maschine sich verändert, dann muss man nur Verbote setzen, man muss Strafen aussprechen, man muss das erwünschte Verhalten billig machen, das unerwünschte Verhalten teuer und die Geschichte sollte eigentlich erledigt sein. Seit einigen Jahrzehnten führen wir jetzt aber empirische Studien zum menschlichen Verhalten durch und müssen leider anerkennen, dass Menschen so häufig nicht rational agieren. Sie verarbeiten nur einen sehr kleinen Teil der verfügbaren Informationen, sind von Emotionen, sozialen und situativen Einflüssen geprägt. Und aus diesen Studien zeigt sich auch, oft sind es Experimente, dass dementsprechend Verbote oder Steuern alleine auch kein Verhalten hundertprozentig verändern können und oftmals nicht funktionieren. Wenn man nun diesen Menschen anerkennt, wie er wirklich ist, mit all seinen Irrationalitäten, ist es nicht mehr so leicht, eine Maßnahme vom Schreibtisch aus abzuleiten, die wirklich funktionieren kann. Wenn man also Maßnahmen entwickeln möchte, die den echten Menschen helfen können, ihr Verhalten zu verändern, dann muss man ja etwas mehr Arbeit investieren, um wirksame Maßnahmen ableiten zu können. Und für diesen Zweck haben wir einen Ansatz entwickelt, den ich jetzt vorstellen möchte. Ähnliche Ansätze werden auch von anderen verhaltensökonomischen Teams auf der ganzen Welt umgesetzt. In Österreich sind wir unter Verhaltensökonomie bekannt. International spricht man oft von Behavioral Insights Ansatz. Der erste Schritt, um für echte Menschen wirksame Maßnahmen zu entwickeln, ist, indem man ganz genau definiert, um welches Verhalten handelt es sich. Was genau sollen Menschen in Zukunft in welcher Situation genau tun? Um welche Zielgruppe handelt es sich? Wenn man diese Definition einmal hat, dann kann man mit einer Analyse beginnen. Was motiviert diese Menschen, ihr Verhalten zu ändern? Was hindert sie daran? Welche, Hindernisse müssen auch überwunden werden? In dieser Analysephase setzen wir auch schon empirische Methoden ein. Wir führen Interviews mit den Betroffenen, mit Expertinnen. Wir machen auch große Umfragestudien zum Beispiel oder Experimente. Wenn wir dann das situative Umfeld dieses Zielverhaltens genau analysiert haben, entwickeln wir genau passgenau Maßnahmen, die diese Motivationen oder Hindernisse versuchen zu hebeln bzw. zu umgehen. Meistens entwickeln wir dann, oder fast immer, entwickeln wir eine Reihe von Maßnahmen. Das heißt, schon vom Prinzip her gehen wir gar nicht davon aus, dass es quasi möglich ist, logisch eine Maßnahme abzuleiten, die dann auf jeden Fall funktionieren muss, sondern wir erkennen an, dass wir eben probieren müssen und wir entwickeln drei, vier, fünf Maßnahmen, von denen wir sicher sind, sie sollten alle funktionieren, wo auch die Expertinnen uns sagen, diese Maßnahme sollte funktionieren. Diese Maßnahmen werden dann in einer ethischen Diskussion abgeklopft darauf, ob sie irgendwelche negativen Effekte auf vulnerable Gruppen haben und kommen dann ins Feldexperiment, in die Evolution. Das heißt,
Wir überprüfen die Wirksamkeit dieser Maßnahmen im echten Leben. Wir implementieren zufällig Maßnahmen im Supermarkt, bei den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel, um Menschen zum Umstieg zu bewegen und so weiter. Das heißt, diese Maßnahmen-Evaluierung passiert nicht im Labor, sondern im echten Leben mit den echten Menschen. Und dann überprüfen wir, welche dieser getesteten Maßnahmen nun wirklich eine Verhaltensänderung herbeiführen konnte oder nicht. Ich betone das so sehr, weil es wahrscheinlich auch in der Eile des Alltages so häufig vergessen wird, aber sehr negative Effekte haben kann, wenn man diese Evaluierung nicht ernst nimmt. Ich möchte nur ein Beispiel bringen aus den USA. Dort hatte man die Überlegung, auch durchaus nachvollziehbar, dass wenn man Kinder ins Gefängnis schickt, quasi als Lokalaugenschein, sie dadurch abgeschreckt würden, selbst kriminell zu werden. Man hat das jahrelang gemacht und hat Schulausflüge organisiert, um Kindern das Gefängnis zu zeigen. Und erst später hat man es evaluiert und festgestellt, dass Kinder, die die Gefängnisse besucht hatten, eher zu kleinkriminellen Verhaltensweisen geneigt haben als Kinder, die die Gefängnisse nie besucht haben. Bis heute wird das von vielen Schulen nach wie vor gemacht, weil Evaluationsergebnisse auch nicht bekannt sind. Aber Sie sehen, gut gemeint ist oft nicht gut gemacht. Und in diesem Fall hat eine sehr teure, sehr aufwendige Maßnahme dazu geführt, alles noch schlimmer zu machen, anstatt besser zu machen. Natürlich wollen das viele Leute nicht wissen und vermeiden deswegen die Evaluation. Aber es ist einfach extrem wichtig, Maßnahmen zu evaluieren und anzuerkennen, dass man schlicht nur vom Schreibtisch aus nicht sagen kann, was in einer bestimmten Situation funktioniert und was nicht. Und um zu verhindern, sehr viele Ressourcen in Dinge zu stecken, die nicht funktionieren oder im schlimmsten Fall noch alles schlimmer machen, ist es einfach zentral wichtig, Maßnahmen mit empirischen, starken Methoden auf ihre wirkliche Wirksamkeit hin zu überprüfen. Ja, für wen ist dieser Ansatz, den wir hier vorschlagen, besonders geeignet? Für Menschen, die ihre Ziele nicht erreichen. Wir nennen das in der Literatur Intention Behavior Gap oder Mind Behavior Gap. Ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht aus einer Umfrage von 2000 Personen. Geben 67% an, ich möchte gerne Kleidung aus recyceltem Material kaufen. Aber nur 6% machen das wirklich. Unser verhaltensökonomischer Ansatz versucht nun, diesen 67% der Menschen zu helfen, ihren eigentlichen Wunsch umzusetzen und eben diesen Gap zu schließen. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, aber ich glaube, aus Ihrem eigenen Alltag kennen Sie viele Beispiele, wo Menschen sagen, ja, ich möchte mehr Sport machen, ich möchte mich gesünder ernähren und sie scheitern daran. Unser Ansatz ist genau für diese Menschen gedacht. Wir wollen jene Menschen unterstützen, die Wünsche haben, rationale Ziele verfolgen wollen, aber irgendwie das nicht schaffen, das umzusetzen. Warum? Wir haben jetzt das quasi identifiziert. Es gibt diesen Intention Behavior Gap in vielerlei Verhaltensweisen. Warum kommt dieser Gap zustande? Ich habe Ihnen vier Erklärungen mitgebracht. In Wirklichkeit ist diese Liste sehr viel länger. In meiner Forschungsrichtung gibt es hier mittlerweile ja Listen bis zu 200 verschiedenen Ursachen, die man identifizieren kann, wenn man eben diese Analyse des Verhaltens durchführt. Zentral ist fast immer die Gewohnheiten. Das meiste Verhalten läuft nun einmal automatisch ab. Wir haben als Kinder von unseren Eltern gelernt, wie man Autos kauft, wie man sie repariert, wie man die Reifen wechselt. Also eine ganze Reihe an sehr komplexen Verhaltensweisen haben wir ja als Kind praktisch automatisch mitgenommen. Und heute ist es nicht verwunderlich, dass wir dann dieser Gewohnheit, diesem Automatismus folgen und wenn es darauf ankommt, schnell zum Auto greifen, weil wir es einfach dieses Verhaltensskript im Repertoire haben. Im Vergleich dazu haben viele Menschen keine Automatismen, wenn es ums Radfahren geht. Für viele ist es schwer vorstellbar, wie komme ich jetzt mit meinem Rad in die Arbeit, wie kann ich da fahren, was mache ich, wenn es regnet, was tue ich, wenn ich etwas transportieren muss. Und automatisch ist das schon vom Tisch, weil es einfach auch zu kompliziert ist. Und hier kommen wir schon zum nächsten Punkt, der Einfachheit. Wenn das Verhalten gesetzt wird, ist es oft so, dass gerade die nicht nachhaltigen Optionen leicht verfügbar sind und das nachhaltige Verhalten ist sehr schwierig. Ja, im Restaurant gibt es nur sehr wenig oder gar kein vegetarisches Angebot. Ich möchte irgendwo hin und die Anreise mit den Öffis ist sehr kompliziert oder gar nicht möglich. Ein weiterer Punkt ist die Salienz. Wir sind im Alltag häufig in Zeitstress. Ja, wir müssen unsere Kinder abholen, wir müssen arbeiten gehen, einkaufen gehen, uns um unsere Eltern kümmern. Und dabei vergessen wir sehr häufig unsere eigentlichen Werte und Ziele.
Und wenn es darauf ankommt, muss es schnell gehen und wir vergessen ganz, dass wir eigentlich umweltschonend zum Beispiel einkaufen wollen. Auch ein wichtiger Punkt ist die soziale Dynamik. Wenn alle unsere Freunde, wenn unsere Eltern und unsere Nachbarn immer mit dem Auto fahren, sich jede Flugreise gönnen und mit den Kreuzfahrtschiffen die Welt bereisen, ist es für den Einzelnen einfach sehr schwer, hier zu verzichten und der Einzige zu sein, der dann quasi das alles nicht macht. Auch muss es zum Self-Image passen. Ja? Sieht man sich selber, denkt man sich, ja, ich bin quasi jemand, der ein schönes, großes Auto fährt, oder passt es auch zu meiner positiven Identität, wenn da neben mir ein Rad steht? Das hat alles mit sozialen Dynamiken zu tun. Ja, in der Verhaltensökonomie akzeptieren wir alle diese Dinge. Wir akzeptieren, dass es einfach für Menschen häufig sehr schwierig ist, ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Und erkennen das an. Wir versuchen nicht, die Menschen zu verändern und viele klassische Ansätze beruhen darauf zu sagen, ja, wir müssen die Menschen mehr aufklären, wir müssen sie mehr ausbilden und wenn sie dann wissen, wie wichtig es ist, dann werden sie das schon tun. Die Realität schaut anders aus. Die Menschen wissen, dass sie mehr Sport machen müssen. Die Menschen wissen, dass sie sich gesünder ernähren sollten, aber sie machen es einfach trotzdem nicht, weil sie im Alltag daran scheitern. Und beim Umweltverhalten ist es ähnlich. Die allermeisten Menschen in Österreich sagen, ja, natürlich möchte ich die Natur schützen, aber im Alltag sind sie abgelenkt und haben andere Prioritäten. Für uns ist das kein Problem, wir können damit leben. Das Ziel ist, die Situation muss so verändert werden, dass Menschen trotz all dieser Unwegsamkeiten sich nachhaltig verhalten können. Ein berühmter Ansatz dazu ist das sogenannte Nudging. Es ist die bewusste Veränderung der Entscheidungsarchitektur, um Verhalten in eine bestimmte Richtung zu lenken. Tatsächlich verwenden wir in unserer Abteilung und auch alle verhaltensökonomischen oder Behavioral Insights Units auf der ganzen Welt nicht nur Nudging, sondern das gesamte Repertoire der Sozialwissenschaften, um Menschen dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Ich zeige Ihnen jetzt, wie wir sozusagen die Analyse, haben wir schon gesehen, was sind die Ursachen, dass Menschen ihre Gewohnheiten nicht verändern, ihre Ziele nicht erreichen und wie geht man jetzt spezifisch auf jede einzelne Ursache ein? Das erste ist, neues Verhalten muss leicht erlernbar sein. Es gibt sehr viele Lerntheorien. Eine der mächtigsten Möglichkeiten, jemandem etwas Neues beizubringen, ist Feedback. Das heißt, eine unmittelbare Rückmeldung, was ist das Ziel, wo stehst du jetzt und wie quasi, wie weit bist du von diesem Ziel weg? Es gibt sehr viele Studien, die zeigen, dass Feedback ganz effektiv Menschen dabei unterstützen kann, ihren Energieverbrauch zu reduzieren, auch ihren Treibstoffverbrauch zu reduzieren. Verhalten muss einfach sein. Wir müssen eine Welt schaffen, in der der Faule sich automatisch nachhaltig verhält und jemand, der sich nicht nachhaltig verhalten möchte, für den muss es besonders kompliziert sein. Hier kommt auch einer der wirksamsten Nudges ins Spiel, nämlich sogenannte Defaults oder Opt-out-Regeln. Das bedeutet, die automatische Voreinstellung ist umweltfreundliches Verhalten. Ein Beispiel ist, Sie klicken auf Drucken und automatisch wird doppelseitig gedruckt im Vergleich zu einseitig. Das heißt, automatisch wird für jemanden, der sich nicht viele Gedanken macht, die nachhaltige Option voreingestellt. Das berühmteste Beispiel für Defaults ist das Organspenden. In Österreich sind wir automatisch bei Default alle OrganspenderInnen und in Deutschland muss man sich aktiv anmelden. Jetzt könnte man die geniale Idee haben, und dementsprechend haben die Deutschen noch weniger Organspender zur Verfügung, dann sollten auch die Deutschen auch das zu einem Default machen. Das ist eine sehr gute Idee, aber jetzt nicht mehr möglich. Das ist auch das Besondere an den Defaults. Sie sind zwar sehr, sehr wirksam, aber nicht in jeder Situation können sie eingesetzt werden. In Deutschland hat sich jetzt schon sozusagen eine Präferenz entwickelt für den Status quo. Das ist eine andere Theorie, die menschliche Präferenzen erklärt. Die Menschen bevorzugen das, was sie schon haben und kennen. Und dann ist es sehr schwer, einen Default zu implementieren. Das heißt, Default-Lösungen sind insbesondere dort zentral, wo wir neue Systeme kreieren. Dort können wir einen Default setzen, wie wir möchten, weil die Menschen noch keine starken Präferenzen haben. Wenn einmal, ja, ein bestimmtes Verhalten als normal angesehen wird, als Status quo angesehen wird, ist es umso schwieriger, neue Defaults zu setzen. Und die Verhaltensoption muss auch verfügbar sein und zwar im richtigen Moment. Das heißt, es geht um Salienz. Salienz ist ein psychologischer Ausdruck für aufmerksamkeitslenkende Signale. Und hier gibt es sehr viele Studien, die zeigen, Labels funktionieren wirklich. Energielabels funktionieren, CO2-Labels funktionieren, Labels, die anzeigen, ob ein Produkt reparierbar ist oder nicht, funktionieren.
Ich werde da später dann noch einige Beispiele zu all diesen Lösungen bringen. Auch muss im passenden Moment das gewünschte Verhalten wieder in Erinnerung gerufen werden. Erinnerungen sind ein Klassiker, glaube ich. Also alle von uns werden sich denken, ja, das ist klar, dass das funktioniert. Aber das sollte nicht unterschätzt werden, wie wirksam das wirklich ist. Eine SMS zum Arzttermin funktioniert wirklich. Die Menschen vergessen diesen Termin nicht. Man könnte auch eine SMS bei perfektem Radwetter ausschicken beispielsweise oder Push-Nachrichten. Eine sehr bewährte Methode sind auch die Implementation Intentions. Implementation Intentions sind einfache Wenn-Dann-Regeln. Das heißt, ich überlege mir einmal, wann in der Woche ist es für mich gut, mit dem Rad zu fahren, weil die Termine passen beispielsweise. Und dann implementiere ich das und sage, am Montag, wenn Montag ist, dann fahre ich mit dem Rad zur Arbeit. Durch Implementation Intentions können sehr komplexe Entscheidungen stark vereinfacht werden und automatische sozusagen Reizreaktionsmuster im Verhalten auslösen, die es den Menschen dann einfacher machen, sich an die eigenen Pläne zu halten. Schließlich muss das Verhalten sozial erwünscht sein und zur Identität passen. Eines der klassischen Beispiele aus dieser Forschung ist ein Feldexperiment, wo man zeigen konnte, wenn man den Leuten sagt, sie verbrauchen mehr Strom als ihre Nachbarn und das ist nicht so gut, beziehungsweise sie verbrauchen weniger Strom als ihre Nachbarn und das ist super. Diese Rückmeldung, das ist in Wirklichkeit eine Kombination aus Feedback und sozialer Norm, konnte tatsächlich den Stromverbrauch senken. Damit man das machen kann, braucht man natürlich unmittelbares Feedback. Je näher dran am Verhalten das ist, umso besser. Es ist auch ein Nachteil, dass wir in Österreich die Abrechnungen erst nach einem Jahr kriegen. Das kann nicht als quasi sinnvolles Feedback verwendet werden. Wäre theoretisch möglich. Viele von unseren Haushalten haben bereits Smart Meter. Man könnte unmittelbare Feedbacks geben. Das sollte in Zukunft als Default eingestellt sein, beispielsweise. Ich schweife ab. Gut. Wenn man das jetzt sieht, würde man sagen, super, danke Katharina für diese Tipps, die werde ich jetzt gleich umsetzen. Zum einen sage ich ganz toll, ja bitte mach das, machen Sie das, aber wieder, ich möchte Sie daran erinnern, wie zentral wichtig die Evolution ist. Nur weil das Feedback in einer Situation funktioniert hat, heißt das nicht, dass es in einer anderen Situation ebenso funktionieren muss. Deswegen ist die Evolution sehr zentral. Und ich zeige Ihnen jetzt, wie man sozusagen diese Maßnahmen umsetzt und gleichzeitig evaluiert. Ich möchte Sie auch einladen, setzen Sie das um, aber denken Sie gleichzeitig daran, wie messe ich, ob sich das erwünschte Verhalten tatsächlich in die erwünschte Richtung verändert hat. Hier das erste Beispiel gleich zum Thema Feedback. Es ist ein Beispiel, wo Menschen, die unter der Dusche stehen, unmittelbar rückgemeldet werden, wie es um ihren Energieverbrauch steht. In dem Fall aufgewertet durch Gamification-Elemente. Das heißt, spielerisch wird ihnen vermittelt, wenn du lange und heiß duscht, dann wird diese Eisscholle, auf dem dieser süße Eisbär sitzt, schmelzen und plumpst ins Wasser. Und wenn man kühler dreht, schneller duscht, dann wächst diese Eisscholle. Und diese spielerische Rückmeldung des Verhaltens führt zu 22% weniger Energieverbrauch, und zwar insbesondere bei den Heavy Users, also bei jenen, die sehr, sehr lange und sehr heiß duschen. Ein ähnliches Prinzip funktioniert auch beim Treibstoffverbrauch. Hier hat eine Studie, ein Feldexperiment aus der Schweiz festgestellt, dass wenn man den Treibstoffverbrauch über einen Baum rückmeldet, der bei schnellem Fahren Blätter verliert und bei gleitendem Fahren wächst, mehr Verhaltensveränderungen, mehr Treibstoffreduktion herbeiführen kann, als durch die klassische Rückmeldung einfach nur über den Benzinverbrauch. Das heißt, Feedback zu verknüpfen mit dem Thema Umwelt scheint häufig zu sehr starken Effekten führen zu können. Der wirklich wichtige Teil bei Feedback ist, wie gesagt, dass es unmittelbar oder sehr nahe dran am Verhalten ist. Das erleichtert es Menschen, ohne mit dem erhobenen Zeigefinger kommen zu müssen, dass sie selbstreguliert ihr Verhalten anpassen können. Nun ein Beispiel für einen Default. Das ist ein Feldexperiment von einem deutschen Energieanbieter. Zufällig wurden Haushalte, die die Webseite dieses Energieanbieters angesurft haben, in eine Kontrollgruppe und Defaultgruppe aufgeteilt. Das heißt, die eine Hälfte hat einen klassischen Vertrag bekommen und konnte wählen, ob sie 100% grünen Strom haben wollen oder nicht, mit einem Klick. Und die Defaultgruppe hatte das schon voreingestellt und die Entscheidung war, ich kann diesen Klick wieder wegnehmen. Das ist die simpelste Form eigentlich, die dazu führt, dass sich über 5%
mehr grüne Energie verkaufen kann. Ein weiteres Beispiel, die Lebensmittelampel, das ist ein altes Beispiel aus der Literatur, aber ich finde es trotzdem nach wie vor sehr gut. In diesem Fall ging es darum, die Mitarbeiterinnen in einem Krankenhaus dazu zu motivieren, sich gesünder, nachhaltiger zu ernähren. Man hat zuerst untersucht, wie kaufen die Leute jetzt ein in der Kantine. Dann hat man ein Ampelsystem eingeführt. Die ungesunden Lebensmittel wurden mit einem roten Punkt markiert, die gesunden mit einem grünen. Und dann hat man wieder überprüft, wie hat sich das Kaufverhalten verändert. Und tatsächlich ist der Konsum von ungesunden Lebensmitteln zurückgegangen. Mittlerweile, diese Studie ist 10 Jahre alt, mittlerweile haben wir sehr, sehr viele Studien, die zeigen, dass diese Symbole, diese Logos, diese Labels, sei es mit CO2-Abdruck, sei es mit Energieverbrauch, sei es mit Reparaturfähigkeit von Produkten, alle sehr gut und oft funktionieren. Aber diese simpelste Ampel hat aus meiner Sicht die stärksten Effekte in der Literatur. Ganz einfach, ich vermute, je einfacher das Signal ist, desto besser. Wie gesagt, die Menschen sind im Stress. Und wenn man dann dieses Ampelsystem noch überlädt mit noch mehr Informationen, wird das schon wieder zu komplex. Man müsste es natürlich je nach Situation ausprobieren. Aber persönlich habe ich eine Präferenz für die simpelste Version. Richtiges Verhalten und weniger richtiges Verhalten sozusagen den Menschen in im Moment, wo es um was geht, anzuzeigen. In dem Fall eben direkt, wenn man einkaufen geht. Das ist ein Beispiel, das aus meiner eigenen Gruppe kommt. Das war die Aufgabenstellung war, dass die Menschen in den Wiener Gemeindebauten dazu gebracht werden sollten, ihren Müll sauber zu entsorgen und nicht einfach auf den Boden zu werfen. Wir haben hier ein Feldexperiment in den Müllbereichen durchgeführt. Es waren 440 Müllbereiche involviert. Das hat über 75.000 Menschen in Wien betroffen. Und wir haben über diese 440 Müllbereiche 4 Poster und eine Kontrollgruppe zufällig verteilt. Die 4 Poster waren in 2 Gruppen unterteilt. Die impliziten Poster haben überhaupt nicht Umweltschutz oder Müll irgendwie angesprochen, sondern haben einfach nur ein riesiges Bild, wenn man ist reingekommen in den Raum und hat ein riesiges Bild gesehen, von den Donauauen, einer unberührten Naturlandschaft. Diese Idee haben wir von den Schweizer Nationalbahnen übernommen. Und das zweite Bild waren die Watching Eyes. Das ist ein Klassiker aus der Sozialpsychologie. Die Watching Eyes, das ist ein streng reinschauender Mann von Wiener Wohnen. Wir mussten sehr viele Fotos machen, bis er endlich so streng reingeschaut hat. Dieses Foto simuliert soziale Kontrolle, wo es keine echte soziale Kontrolle gibt. Das heißt, an einsamen Orten konnte man immer wieder zeigen, dass ein Bild von Augen die Menschen ja, eine soziale Kontrolle simuliert. Das waren die impliziten Poster. Die expliziten Poster haben explizit über das Thema Müll gesprochen. Das erste Poster war eine sogenannte injunktive Norm. Injunktive Norm heißt, man kommuniziert, was das erwünschte Verhalten wäre. Ja, wir haben hier einen Herrn abgebildet, der auch zeigt, okay, so muss ich meinen Müll korrekt zusammenlegen, damit es eben dann zu keiner Vermüllung im Müllraum kommt. Und wir haben den Leuten ebenso ein Klassiker rückgemeldet, was das alles kostet, wenn sie eben sich nicht darum kümmern, dass der Müllbereich sauber bleibt. Wir haben Fotos angefertigt, nur vom Boden der Müllbereiche. Das heißt, wir haben auf den Fotos, also sie bewertet haben, nicht gesehen, ob das die Kontrollgruppe ist oder welches Poster dort gehangen hat. Wir haben, bevor wir die Poster aufgehängt haben, Fotos gemacht, direkt danach und 7 Wochen danach. Und haben in diesen Daten gesehen, dass die impliziten Poster tatsächlich zu einer Reduzierung der Vermüllung geführt haben im Vergleich zu den expliziten Postern. Wir haben auch gefunden, dass die injunktive Norm, also dieses Bild, dieses symbolische Bild, wie man sich verhalten soll, zu einer Verschlechterung geführt hat. Dieses Ergebnis passt ganz gut zur Literatur. Wir finden immer wieder in Feldexperimenten, dass Verbotsschilder das Gegenteil verursachen. Das heißt, ein Verbotsschild führt manchmal dazu, dass man erst auf die Idee kommt, sozusagen die Gesetze oder die Norm zu brechen. Verbotsschilder sind insbesondere dann kontraproduktiv, wenn sie in einem Konflikt stehen zu dem, was die Menschen tatsächlich sehen. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein Schild aufstellt, wo drauf steht Vermüllung verboten und rundherum liegt Müll, dann provoziert dieses Verbotsschild noch mehr Vermüllung, als wenn es gar nicht dort wäre. Ein Punkt, den ich zum Beispiel, wenn ich durch Österreich gehe, sehr häufig sehe und wo ich mir sicher bin, dieses Verbotsschild wird wahrscheinlich mehr Schaden anrichten, als dass es bringt.
Wieder der Punkt, wir müssen Maßnahmen evaluieren, um sicherzugehen, dass sie funktionieren. Auch in diesem Fall, wir haben das gemeinsam mit Expertinnen entwickelt, viel darüber diskutiert, wir waren uns sicher, jedes dieser vier Poster sollte funktionieren. Am Ende des Tages waren es immerhin zwei, das ist eh schon toll, und eines hat das Gegenteil bewirkt. Das ist Standard, das ist nichts Besonderes, das ist ganz normal. Und wenn man das nicht anerkennt, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man sehr viel Geld in Dinge investiert, die vielleicht die Dinge sogar noch schlimmer machen. Ein letztes Beispiel zu den sozialen Normen. In diesem Fall ging es darum, dass Menschen im Supermarkt dazu motiviert werden sollten, mehr grüne Produkte zu kaufen. In der Kontrollbedingung hat man den Leuten gesagt, dieser Shop verkauft Produkte des täglichen Bedarfs. Und in der Interventionsgruppe hat man gesagt, nur zu Ihrer Information, 70% der vorherigen Kundinnen kauften zumindest ein Bioprodukt. Und diese soziale Norm hat einfach einen extremen Effekt gehabt. 96% haben dann ebenso ein Bioprodukt gekauft. Soziale Normen sind besonders dann sinnvoll, wenn ich ein Verhalten habe, das von der Mehrheit schon gezeigt wird und ich möchte sozusagen den letzten Rest der Bevölkerung mitnehmen. Dann kann ich soziale Normen sehr gut einsetzen. Ja. Jetzt habe ich sehr viel darüber gesprochen, wie wichtig es ist, Maßnahmen zu entwickeln, die man empirisch überprüft hat. Und jetzt komme ich zu einem Thema, wo uns diese empirische Überprüfung leider fehlt. Ja, das ist eben der Zusammenhang zwischen Umweltverhalten und Vermögen. Was wir gesichert wissen, ist, mit steigendem Vermögen steigt die Umweltbelastung. Im letzten IPCC-Report wird auf Basis von mehreren Studien aus mehreren Ländern dargelegt, dass die vermögendsten 10% in unserer Gesellschaft fast 50% der CO2-Emissionen verursachen. Und diese Verhältnisse stimmen jetzt nicht nur für Österreich im Kleinen, sondern auch global betrachtet. Ja. Und das Ziel ist, all unser Anstrengen muss es sein, wie können wir trotz steigenden Wohlstands innerhalb der planetaren Grenzen leben. Es ist klar, dass ohne eine Verhaltensänderung der Vermögendsten dieser Planet nicht gerettet werden kann. Wir können einfach bei den untersten 50% oder selbst bis zu den 80% der Personen, die für die anderen 50% der CO2-Emissionen zuständig sind, nicht so viel holen. Da würde man sozusagen, ja, Kleinmist macht auch was am Ende, das stimmt schon. Aber am Ende des Tages wird es nur gehen, wenn wir es irgendwie schaffen, Vermögen und Umweltverschmutzung zu entkoppeln. Aus zweierlei Sicht ist es wichtig, zum einen, weil Vermögende direkt eben so viel CO2-Emissionen produzieren und zum anderen, weil Vermögende auch Vorbilder sind. Das ist evolutionär in uns drinnen, dass wir die Erfolgreichsten in der Gesellschaft beobachten und deren Verhalten nachahmen. Und die Vermögendsten gelten in unserer Gesellschaft nun einmal als die Erfolgreichsten. Und wenn man sieht, aha, vermögende Menschen, die fahren mit dem Privatjet irgendwo hin, die fahren riesige Häuser, fahren ständig mit dem Auto, dann ist das eine Verhaltensweise, die sozusagen ein Vorbild ist für die große Masse, was alle anstreben. Das heißt, sich mit den Vermögenden zu beschäftigen, ist aus zweierlei Sicht wichtig, weil sie selber, eigentlich selber, ich würde auch zu dem Zeitpunkt sagen wollen, bitte denken Sie nicht, die Vermögenden sind die anderen, ja. In einem globalen Zusammenhang sprechen wir auch von uns selber. Es ist wirklich wichtig, das zu sehen. Also was können wir selber beitragen, um unsere Emotionen zu verändern? Weil der Lebensstil, den wir in Österreich führen, ist das Vorbild für den Lebensstil, den auch die Menschen im globalen Süden gerne hätten. Ja? Leider gibt es dazu praktisch keine empirische Forschung. Wie könnte man das Verhalten von den Vermögenden verändern? Es ist auch fast unmöglich, in der klassischen Antragsforschung dafür Ressourcen zu bekommen. Ich habe es selber schon versucht. Es ist sehr schwierig, aus verschiedensten Gründen diese Art von Forschung finanziert zu bekommen, aber sie wäre möglich. Ja, wir haben an und für sich genügend Ressourcen und auch Möglichkeiten, Daten von vermögenden Menschen zu sammeln. Es ist eigentlich nur eine Ressourcenfrage. Ja, gehen wir trotzdem zur Analyse über. Ja, was ich möchte trotzdem mit Ihnen durchdiskutieren, was man machen könnte, vielleicht auch wenn das alles nicht überprüft worden ist bis jetzt. Das Erste ist, dass man mal den Unterschied zwischen Vermögenden und der Mittelschicht anerkennt. Dazu gibt es tatsächlich empirische Studien. Der wichtigste Unterschied ist das Geld, aber auch damit zusammenhängen die Netzwerke, die örtliche Unabhängigkeit.
Und das bedeutet, dass vermögende Menschen aufgrund der höheren Ressourcen noch anders auf unsere Maßnahmen reagieren können. Damit zusammenhängend ändert sich auch die Persönlichkeit. Vermögende Menschen, das zeigt eine Studie aus Deutschland, wo die Persönlichkeitsstruktur von vermögenden Menschen mit denen der Mittelschicht verglichen worden ist. Vermögende Menschen sind emotional stabiler und sozial unabhängiger. Wenn ich ärmer bin, muss ich schauen, dass meine Nachbarn, meine Freunde mich mögen, dass ich mich da sozialverträglich verhalte, weil ich brauche meine Nachbarn und meine Freunde. Stellen wir uns vor, ich will umziehen. Wenn ich nicht so viel Geld habe, bin ich darauf angewiesen, dass meine Freunde mir helfen. Wenn ich viel Geld habe, ist mir das völlig egal, was andere von mir denken, weil ich werde mir einfach einen Umzugsdienst leisten können. Aus diesem Grund sind vermögende Menschen unabhängiger vom sozialen Zuspruch als die Mittelschicht. In dem Zusammenhang ist es auch interessant, weil lange Zeit war in der Literatur oder nach wie vor meinen manche Menschen, Geld macht unmoralisch. Es stimmt nicht. Es ist nicht das Geld, das mit Moral zusammenhängt. Die Moral ist über die Bevölkerung normal verteilt. Aber wenn ich Geld habe, kann ich meine moralische Einstellung offen zeigen. Ja, ich muss mich nicht verstellen, weil ich bin nicht darauf angewiesen, dass mich jemand mag. Ich kann mit meinem Geld alles selber leisten. Das heißt, Menschen, die einfach über sehr viele Ressourcen verfügen, haben mehr Möglichkeiten, ihre Moral offen zu zeigen, wohingegen Menschen mit weniger Ressourcen gelernt haben, ihre echten Einstellungen vielleicht manchmal nicht offen zu zeigen, damit sie sich sozusagen sozial in eine ungünstige Situation bringen. Durch diese unterschiedlichen Ressourcen ist auch die Art der CO2-Belastung verschieden. Vermögende Menschen leben meistens in gut isolierten Häusern, haben die modernsten Heiztechniken, PV-Anlagen auf dem Dach, wohingegen ärmere Menschen häufig noch alte Ölheizungen verwenden. Diametral unterschiedlich, wenn es um die Mobilität geht. Vermögende Menschen haben sehr viele Flugreisen, sehr viele Autos, die sehr, sehr groß sind und im schlimmsten Fall sogar noch eine Motorjacht. Ja, wenn man jetzt das so sich anschaut, was kann man jetzt machen? Wir haben eben dieses Maßnahmenbündel, würde ich sagen, die Klassiker, Gesetze, Preise und dann eben die verhaltensökonomischen Maßnahmen. Aus meiner Sicht, man müsste es testen, aber sind Preise oder über den Preis zu gehen, ist eigentlich aus meiner Sicht nicht sinnvoll. Wir wissen, dass vermögende Menschen einfach nicht so preissensitiv sind wie die Mittelschicht, wie ärmere Menschen. Wir sehen es auch jetzt in der Inflation. Wenn Preise steigen, müssen ärmere Menschen ihr Verhalten ändern. Sie müssen auf andere Produkte umsteigen, weniger kaufen. Vermögenden Menschen ist es völlig wurscht, ob das jetzt 10, 20% steigt oder nicht. Die werden ihr Verhalten nicht anpassen. Dementsprechend ist es aus meiner Sicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass es viel bringt, ob ein Porsche jetzt 100.000 Euro kostet oder 120.000 Euro, wird aus meiner Sicht nicht dazu führen, dass weniger nachgefragt wird nach diesem Auto. Noch dazu, weil hier ein weiterer Punkt hineinfällt und das ist Luxus. Oft ist es so, dass eine Preissteigerung zu mehr Nachfrage führt, wenn die Preissteigerung Luxus und Prestige vermittelt. Wenn wir zum Beispiel glauben, durch dieses große Auto, durch dieses große Haus, durch diese vielen Flugreisen unseren Status in der Gesellschaft zeigen zu können, dann ist es egal, was das kostet, sondern dann geht es ja gerade darum, zu zeigen, ich kann mir das leisten, schaut her, ich habe es geschafft. Ja? Aus diesen Gründen glaube ich, dass der Preis nicht jener Hebel ist, um Vermögende zum Umstieg zu bewegen. Muss natürlich abgetestet werden, aber wäre eine Hypothese von mir. Gehen wir zum nächsten Klassiker, das sind die Verbote, die Gesetze, die Rationierungen. Hier muss ich sagen, das ist sicherlich etwas, das man tun muss, aber es ist einfach extrem schwierig, es zu tun, eine extrem große Herausforderung, weil man nicht einfach Gesetze umsetzen kann. Gott sei Dank leben wir in Demokratien. Wir müssen Gesetze erst einmal durchbringen und das kann Jahre dauern. Und dementsprechend, wenn man auch denkt, wie schnell wir jetzt eine Verhaltensänderung brauchen, müssen wir natürlich dieses dicke Brett der Verbote, Gesetze bohren, aber das geht nicht von heute auf morgen. Ich komme auf das gleich zurück. Und schließlich gibt es die verhaltensökonomischen Maßnahmen. Ich würde sagen, ein großer Vorteil von diesem Ansatz ist, er kann sofort umgesetzt werden. In jeder Familie, in jeder Gemeinde, in jedem Unternehmen kann man sofort verhaltensökonomische Maßnahmen setzen, um Verhalten zu verändern. Der Vorteil ist, weil sie die individuelle Freiheit nicht einschränken, gibt es keinen Widerstand. Und ich kann sofort überall versuchen, sozusagen, dass sich eine soziale Dynamik der Nachhaltigkeit etabliert. Und ich gehe jetzt einmal diese Möglichkeiten im Konkreten durch.
Was kann man machen aus verhaltensökonomischer Sicht, um Vermögende anzugehen? Wir wissen, es geht eigentlich um die Mobilität, aber wir wissen auch, dass die Leute ihre Autos lieben. Sie sind fast schon ein Teil der Persönlichkeit. Das heißt, wenn wir jetzt da die wenigen Ressourcen, die wir haben, außer ich hoffe, Sie alle unterstützen mich jetzt in Zukunft, aber wenn ich jetzt überlege, Katharina, was kann ich machen? Soll ich dann die Leute vom Autofahren abbringen, wenn ich weiß, das wird einfach schwierig sein? Oder versuche ich jenes Verhalten anzugehen, wo ich einfach ziemlich sicher weiß, dass sehr viele Menschen eigentlich ja, grün investieren wollen. ESG ist ein Trend, da gehe ich mit. Hier können wir davon ausgehen, mehr Menschen wollen ihr Geld grün anlegen. Wie können wir sie dabei unterstützen, dass sie das auch wirklich tun? Es klingt auf den ersten Blick wie Augenauswischerei, aber ich möchte in Erinnerung rufen, dass selbst wir im reichen Österreich vom Staat alleine nicht erwarten können, dass er die grüne Transformation allein finanziert. Das wird nicht möglich sein. Wir müssen alle Dächer mit PV-Anlagen ausstatten. Wir müssen die gesamte Energieproduktion umstellen. Wir brauchen größere Leitungen. Ja, es ist extrem viel Geld, das wir brauchen, um diesen Umstieg zu schaffen. Und wenn wir die privaten Gelder hierfür kanalisieren können, dann wird es umso leichter funktionieren. Noch dazu, wo man berücksichtigen muss, dass sehr viele vermögende Menschen auch Unternehmen besitzen. Wenn die sich jetzt entscheiden, aus fossil herauszugehen, mit ihren Unternehmen nachhaltige Wirtschaftskreisläufe loszustarten und auch privat ihr Geld grün anzulegen, dann wäre wirklich sehr, sehr viel gewonnen. Noch ärger ist es, wenn man global denkt, ja, man kann nicht von einem afrikanischen Land erwarten, dass es mit ohnehin schon wenig Geld von der billigen Kohleströmung wegwechselt in eine teure, verhältnismäßig teure Investition in PV-Anlagen beispielsweise. Das wird nur möglich sein, wenn das Geld kommt von außen. Und es glaube ich, es ist möglich, aus dieser Situation einen Business Case zu machen und vermögende Menschen einzuladen, hier zu investieren und auch ein bisschen was dabei zu verdienen. Wir wissen auch aus Studien, dass eigentlich Second-Hand-Mode für viele im Bereich des Möglichen liegt. Ja, ich kann mir eigentlich schon, also viele zum Beispiel geben ihre Kleidung gerne her, ja, und wollen, dass andere sie weiter verwenden, haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie das wegschmeißen und können sich auf der anderen Seite auch überlegen, oder überlegen sich vielleicht auch Second-Hand-Mode zu kaufen, aber noch machen sie es nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass man auch hier viele Menschen unterstützen kann zu wechseln. Die Fashion-Industrie ist ebenso eine riesige CO2-Schleuder. Und schließlich eine andere Sache wäre renovieren statt neu bauen. Wenn wir es schaffen, dass viele Menschen überzeugt sind, dass es nicht cool ist, auf der grünen Wiese eine Villa zu bauen, sondern cool ist es, ein altes Gebäude zu renovieren, wäre auch schon viel geschafft. Bei all diesen Dingen ist es zentral, aktiv gegen Moral Licensing vorzugehen. Was ist das? Wir kennen das, ist was ganz was Typisches. Wir gehen 15 Minuten joggen und nachher haben wir uns die dicke Schokolade gegönnt. Ja? Das ist natürlich totale Selbstbelügung. Logischerweise kann man in 15 Minuten niemals die Kalorien verbrauchen, die später diese Schokolade kostet, aber so sind wir nun mal. Und beim Umweltverhalten ist das ähnlich. Ja, ich fahre mit dem Rad zum Flughafen und nehme dann den Privatjet nach Sylt. Das ist natürlich lächerlich, aber Menschen sind so. Und um das zu verhindern, muss man aktiv positive Spillover-Effekte nutzen und beispielsweise sagen, investieren Sie Ihr Geld grün. Das ist der erste wichtige Schritt, den Sie machen können. Und zeigen Sie, dass Ihnen die Umwelt wirklich ein Anliegen ist. Das heißt, wir können über diese ersten kleinen Schritte eine Green Identity aufbauen. Und wir wissen aus vielen Studien, dass Menschen, die sich stark mit der Natur identifizieren, auch selbst dann noch mehr Möglichkeiten suchen, will sie umweltfreundlicher leben können. Wir wissen auch, dass nicht immer zuerst die Werte kommen und dann das Verhalten, sondern manchmal ist es umgekehrt. Menschen verhalten sich und denken sich, oh, ich habe mein ganzes Geld grün investiert. Vielleicht bin ich ja habe ja eine grüne Einstellung. Also das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Und diese zufälligen Dinge kann man gezielt anstreben. Das heißt, man versucht zuerst die leichten Dinge zu gehen, aber gleichzeitig den Weg in Richtung mehr zu bahnen. Ein zweiter Ansatz wäre Gruppen und Communities bilden. Wir brauchen einzelne motivierte Vermögende. Gerade am Beginn ist es mühsam, ja, man probiert was, man scheitert ständig. Das heißt, das kann man nicht mit der breiten Masse machen, sondern diesen neuen nachhaltigen Lebensstil mit viel Geld auszuprobieren, dafür braucht man die Motivierten. Wie schaut es aus, vermögend zu sein und trotzdem innerhalb der planetaren Grenzen zu leben? Und wichtig wäre dabei, dass man dabei Gruppen bildet, dass die Vermögenden, die das tun, sich zusammenschließen, sich gegenseitig unterstützen, füreinander Vorbild und Sparring-Partner sind.
Das Problem ist, ich habe es vorher angesprochen, vermögende Menschen sind sozial unabhängiger und dann passiert es, ja, man hat eine vermögende Person, die sich toll verhält und die meisten denken sich, ja, der ist crazy, ja, das ist halt diese eine Ausnahme, der hat eh keine Freunde, wie auch immer, der ist nicht sozial anerkannt. Und dadurch bringt es nichts, wenn man nur Einzelpersonen sieht, die sich richtig verhalten. Was wir brauchen, sind, es müssen Gruppen sein. Man muss vermitteln. Da gibt es eine Gruppe, die sich nachhaltig verhält, die tauschen sich aus, das ist eine soziale Norm, das ist attraktiv, ich möchte auch Teil dieser Gruppe sein. Und natürlich kann sich dann auch eben eine Vorbildwirkung auf die Mittelschicht sozusagen weiterentwickeln. Was ebenso wichtig ist, wir müssen lernen, Luxus neu zu denken. Und da sind wir alle dabei eingeladen. Und zwar, ja, wie kann ich sehr viel Geld ausgeben? Und vielleicht sogar was Gutes für die Umwelt tun, ja. Zum Beispiel, dass es etwas Tolles ist, zu sagen, ich kaufe mir ein riesiges Grundstück und renaturiere es. Oder ich kann es mir leisten und fahre mit meinem privaten Zug durch Europa. Ich habe das Geld, ich kann langsam reisen auf diese Art und Weise. Diese Dinge zu entwickeln, gelingt nur mit den Vermögenden gemeinsam. Wir müssen, dieses nachhaltige Leben attraktiv gestalten, über den Verzicht zu kommen, ist für die allerwenigsten Menschen attraktiv. Wir müssen schaffen, über Umweltschutz in Form von Lustprinzipien zu denken. Dafür braucht man öffentlichen Diskurs und wir brauchen anschauliche Beispiele, die praxisnah zeigen, wie kann ich luxuriös leben im Rahmen der planetaren Grenzen. Wie gesagt, diese Dinge, jede Bank, jedes Unternehmen, jede Familie kann jetzt beginnen, das umzusetzen. Es gibt niemanden, der irgendwas dagegen haben wird, weil die Freiheit von niemandem wird eingeschränkt. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir alle kennen uns selbst gut genug. Manchmal braucht man einfach Regeln und Verbote. Aber wie bringt man die hinüber? Ja, also die Verhaltensökonomie ist nicht nur singulär für sich zuständig, sondern sehr viel unserer Forschung beschäftigt sich damit, wie kann man Gesetze besser machen, sodass sie eben auch akzeptiert werden. Bei den Gesetzen zum Umweltthema ist es so, das Wichtigste, damit sie akzeptiert werden, ist die Fairness. Noch bevor es darum geht, ob das effektiv ist oder nicht, geht es darum, ist dieses Gesetz fair? Sind die Vorteile und Lasten dieses Gesetzes fair verteilt? Hat man die Möglichkeit gehabt, bei der Einführung des Gesetzes mitzureden? Großes Schlagwort Partizipation. Und was passiert mit denen, die sich nicht an die Gesetze halten? Ja, wenn wir zum Beispiel sagen, Tempo 100 auf der Autobahn, wer schneller fährt, kriegt eine Strafe. Dann denke ich mir, na super, ich brauche eigentlich nur eine groß genug Brieftasche und dann kaufe ich mir das Schnellfahren einfach, weil ich kann es mir leisten. Das heißt, diese Strafe gilt eigentlich nur für die Armen. Diese Wahrnehmungen führen dazu, dass sinnvolle Gesetze abgelehnt werden. Das Wichtigste ist die Akzeptanz. Ich habe, glaube ich, hoffentlich noch ein bisschen Zeit und möchte in dem Zusammenhang auch sagen, dass es für mich ein Total. absolut Super. Dass es für mich ein absoluter ein Wahnsinn ist, zu glauben, man könnte mit einer Ökodiktatur irgendetwas erreichen. Ich war erst letztens wieder schockiert, habe bei einer Veranstaltung mit führenden Wissenschaftlerinnen global und national gesprochen und ja, wir bräuchten einen Diktator, der sozusagen diesen Umweltschutz durchsetzt. Mir fällt da nur die Kinnlade runter. In dem Moment weiß ich gar nicht, was ich sagen sollte. Es ist aus meiner Sicht absolut 100% falscher Weg. Ich kenne keine Diktatur auf diesem Planeten, die Umweltschutz betreiben würde. Die Situation ist auch viel zu komplex, als dass man die Hoffnung haben könnte, dass ein Mensch oder eine kleine Gruppe überhaupt die Ideen und Möglichkeiten zusammenbringen würde, die wir bräuchten, um dieses Problem zu lösen. Also wer glaubt, mit diktatorischen Maßnahmen irgendetwas erreichen zu können, ist aus meiner Sicht absolut am Holzweg. Und entzieht sich auch der Verantwortung, die es nun mal mit sich bringt, in einer Demokratie sich selbst aktiv einzubringen und selbst mitzugestalten. Wir haben nicht die Zeit, uns auf die Couch zu setzen und zu sagen, ja, ich kann eh nichts machen. Diese Zeit haben wir nicht. Wir alle sind eingeladen, innerhalb unserer Demokratien mitzuarbeiten daran, dass einfach die sinnvollen Gesetze akzeptiert werden. Und dass sie mit demokratischen Mitteln dafür Sorge tragen, diesen Planeten für uns selber zu bewahren. Für mich ist es der einzige gangbare Weg. Auf einen Diktator zu hoffen, ist für mich eine Ausrede. In dem Zusammenhang, wie kriegt man die Akzeptanz für Gesetze hin? Wir haben vor ein paar Jahren eine Studie gemacht fürs Land Niederösterreich, wo wir die Akzeptanz von Gesetzen oder Maßnahmen abgefragt haben in der Bevölkerung, um Radfahren zu fördern.
Und die beliebteste Maßnahme war, Ortskerne stärken. Die Ortskerne zu stärken ist ein Vorteil für Menschen, die Radfahren und ein Vorteil für Menschen, die Auto fahren. Das heißt, das war der Grund, warum das wahrscheinlich beliebter war als Tempo 30, was die effektivste Maßnahme aus Sicht der Expertinnen. Die Ortskerne zu beruhigen bedeutet, ich schaffe einen schönen Raum, wo man gerne spazieren geht, wo man auch sicher Radfahren kann. Aber auch die Autofahrerinnen haben was davon, wenn sie in ihr Dorf kommen können und den Nachmittag genießen. Aber wir müssen diesen Autofahrerinnen nichts neidig sein, weil wir können davon ausgehen, dass wenn sie in diese Dörfer kommen und sehen, dass alle anderen zu Fuß gehen und sehen, dass der Nachbar mit dem Rad gekommen ist, dann kommen sie auch selbst auf die Idee, mal das nächste Mal das mit dem Rad zu probieren. Ja, und zum Schluss muss ich sagen, natürlich, ich tue es so heilig, aber natürlich habe ich tausende Ideen für Gesetze, Verbote und so weiter, Privatjets, Kreuzfahrten. Aber es ist nun einmal eine extreme Herausforderung. Wenn wir jetzt sagen, in Wien Privatjets sind verboten, dann ist es eine tolle Maßnahme. Es wird nur wahrscheinlich nichts bringen, weil Vermögende werden nach Bratislava fliegen. Dasselbe ist mit Kreuzfahrten. Wenn wir sie einfach in einem Land verbieten, die Menschen werden dann einfach in ein anderes Land fahren und es dort machen. Das heißt, diese Gesetze sind alle gute Ideen, aber wenn sie nicht akzeptiert werden, wenn es nicht eine internationale Kooperation gibt, dann wird es sehr viele Menschen geben, gerade Vermögende haben die Ressourcen, dem einfach, ja, denen ist es einfach wurscht. Die werden dann einfach einen anderen Weg finden, das umzusetzen. Eine Sache, die mich besonders, wo immer wieder darauf zurückkommt, sind eben die Autowerbungen. Aus meiner Sicht müssten Autowerbungen eingeschränkt werden, analog zu der Werbung für die Zigaretten. Wenn ich versuche, mit meinen wenigen Ressourcen Radfahren zu bewerben und dann wie David gegen Goliath gegen eine Milliardenwerbeindustrie ankämpfen muss, die Autos in der freien Landschaft zeigen, weiß ich nicht, was alles an Freiheit und so weiter. Also absolut realitätsfremde Werbung, die nichts damit zu tun hat, was das wirklich bedeutet. Ja, dann denke ich mir, ist das wirklich notwendig? Wie können wir Radfahren, wie können wir einen alternativen Lebensstil attraktiv gestalten, wenn wir gegen diese Milliardenwerbungen ankämpfen müssen? Alles gute Ideen, wie gesagt, aber ohne die Akzeptanz der breiten Bevölkerung können wir das nicht herstellen. Das heißt, wir brauchen die Akzeptanz der Bevölkerung und wir müssen auch immer klar im Hinterkopf behalten, dass es einfach kriminelle Strukturen gibt, die überhaupt kein Interesse haben an Umweltschutz. Es gibt große Mafia, die Mafia oder auch teilweise Staaten, die einfach ja, diese Gesetzesvorhaben gezielt torpedieren, die gezielt Missinformationen in Social Media finanzieren mit riesigen Summen an Geld, um unsere Bevölkerung sozusagen ja, von diesen klaren Ansichten aus der Wissenschaft und auch, denke ich, aus dem Alltag abzubringen. Und das müssen wir uns auch einfach im Klaren sein und nicht naiv sein. Wir dürfen einfach nicht naiv sein. Ja? Wir kämpfen hier gegen sehr starke Lobbys, die nicht das Interesse der Wirtschaft haben, sondern es ist meistens das Interesse von einzelnen Personen. Und hier uns zu vereinen und gemeinsam vorzugehen, wäre sicherlich gut. Ja, jetzt bin ich am Ende angelangt. Der Ausgangspunkt meiner Überlegungen, der Überlegungen auch dieser Richtung Behavioral Insights ist der echte Mensch. Es ist uninteressant, wie Menschen theoretisch wären. Das hilft uns nicht weiter, um wirksame Maßnahmen zu entwickeln. Wir müssen die Menschen so nehmen, wie sie sind. Und wir können trotzdem wirksame Maßnahmen entwickeln, indem wir klare Ziele definieren, eine solide, methodisch solide empirische Analyse und Evaluation durchführen und jene Maßnahmen identifizieren, die wir dann großflächig ausrollen wollen. Natürlich werden jetzt viele von Ihnen denken, ja, das ist alles Kleinkram, dort 5%, da 2% oder 20%. Aber in Summe können diese vielen Maßnahmen, die in vielen Unternehmen, in vielen Familien, in vielen Gemeinden umgesetzt werden, eben neue Gewohnheiten etablieren, eine neue Nachhaltigkeitskultur etablieren und verstärken sich gegenseitig. Am Ende möchte ich nur sagen, wir brauchen mehr Maßnahmenevaluierungen und zwar insbesondere, was die Vermögenden betrifft. Und ja, damit bin ich jetzt am Ende meiner Ausführungen angelangt und bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf die Diskussion. Ja, da kommt schon der erste digitale Applaus. Ich glaube, da können wir das ruhig mal machen. Sie finden die klatschenden Hände unten bei den Emojis. Es sind natürlich auch Herzen angebracht.
Danke vielmals. Gut, auf jeden Fall, es gibt viel Applaus. Danke für den Vortrag, Katharina Gangl. Das war wirklich extrem spannend und tolle Insights. Und ja, auf jeden Fall, viele Fragen sind mittlerweile schon in den Chat gekommen. Eine als allererstes bezüglich der Folien, ob man die ausschicken können. Das Webinar wird erstens ausgezeichnet, das hoffentlich auch. Aber auf jeden Fall, die Frau Lendl hat gefragt, ob wir die Folien zusätzlich haben könnten, ob wir die ausschicken können. Ja, natürlich. Super. Gut, dann werden wir die im Nachgang mit auch der Videoaufzeichnung dann an alle, die sich angemeldet haben. Daumen hoch von Frau Lendl, sehr gut, werden wir es ausschicken. Dann haben wir noch okay, die Anregung für Millionaires for Future finde ich nicht so schlecht. Super Idee. dann waren noch einige Fragen, genau, es sind die Fragen zu Literaturtipps. Weiterführenden sind aufgetaucht. Wer soll diese VÖ-Maßnahmen anregen, umsetzen? Verhaltensökonomischen Maßnahmen wahrscheinlich. Anregen, umsetzen. Das ist eine weitere Frage. Naja, wir sind eine kleine Einheit, aber wir können stetig wachsen. Meine Zukunftsvision ist, dass eine Einheit wie diejenige, die bei uns im IHS ist, eigentlich in jeder größeren Stadt in Österreich existiert, dass jedes größere Unternehmen seine Einheit hat. Und dort dann gezielt Menschen überlegen, wie können wir unseren Alltag so verändern, dass einfach das nachhaltige Verhalten einfacher wird. Ja, was man dafür braucht, sind, dass eben diese Städte, diese Unternehmen, diese Einheiten bei sich selber gründen, beziehungsweise, ja, schreiben sie uns und wir schauen, wie wir ein gemeinsames Projekt aufschienen können.